Dresden Scheune Blutpogo. Dann würde ich mir doch gleich mal als Gegenbeweis eine Beefy in die Fresse. Vor sowas musst du hier keine Angst haben. Vor einer Hepatitis-Infektion musst du hier Angst haben. Okay. Hör doch mal auf zu nerven. Therapeut, ey. Darf ich ein Bild machen? Wovon? Du willst ja nicht ein Bild machen. Von mir möchtest du ein Bild machen? Ist das ein Video? Ja, ich mach Videos. In Deutschland ganz unten heißt das Format. Und du bist mir direkt aufgefallen dafür. Aber. So, das bist jetzt ja noch im Hotel bleibt erstmal. Brauchen wir jetzt jemanden neuen, der irgendwie gewollt, erzwungen, witzig ist? Wer würde das so lange übernehmen? Hey yo, Puffy, what up? No, nothing much. I'm just chilling, you know, got a show in like about, you know, 30 minutes. What up, dog? Niggas wanna stick me for my paper. Yeah, that's my dog. You know, we be keying that shit here, Puffy, you know, sipping on some of that good tea, you know, man. That's for them brothers that be gone, you know, bro. Ach was. Martin, ich finde das so super, dass du endlich nicht mehr arbeitslos bist und nicht mehr jeden Tag auf der Tasche liegst und endlich mal einen Job gefunden hast, der dir auch gefällt und wo du dich auch kreativ dran begeistern kannst, du Martin. Das finde ich so super. Ja. Alle wollen sie von deinem Fame. Alle wollen sie von deinem Fame. Dreh mal die Kamera jetzt um. Ja. Schneide ich raus. Geht ab, Tobi. Geht ab. Ja, ist klar, Mann. Nee, Digga, ich muss los. Jetzt gerade, wo du kommst, ich weiß auch nicht wieso, ne, aber ich muss los. Also hat nichts mit dir zu tun, ne, aber ich muss los. Aus unersichtlichen Gründen mag keiner der Band mehr den Kameramann. Außer Soundmann Andi, der immer gerne bei seiner... Lass mich mal jetzt, bitte. Ich möchte nicht, dass du mich filmst, ja. Okay. Hi. Das ist Jojo. Hallo, hi, ich bin Jojo. Hallo, Jojo. Ich komme aus Leipzig. Okay, und möchtest du vielleicht einen Aufruf starten? Irgendwie bist du gerade auf der Suche? Ich? Auf was von der Suche? Herzblattmäßig. Also du kannst jetzt sagen, wie stellst du dir so deinen Traumtypen vor oder deine Traumfrau? Ja, total egal. Okay, ruf also das ist Jojo. Jojo ist noch zu haben. Jojo ist 16. Jojo ist 16 Jahre alt. Nein. Glaub, das kommt besser, das kommt besser. Nein, aber nicht 16. Jojo ist 15. Ich bin 14. Mein jüngster Freund war 56. Und da sind sehr viele Pädophile unter den Zuschauern. Oh, super. Mensch, ich hoffe, Kannibale, super. Ja, Jojo ist auf der Suche nach netten Kannibalisten. Pädophilen Kannibalisten, super, yay. Welches T-Shirt verkauft sich am besten? Gar keins, die Leute kaufen nicht. Ja, aber von denjenigen, die was kaufen, wer greift? Kauft ja keiner. Also ich schleppe ja auch alles unnötig mit, ja, die ganze Zeit. So, ne? Also wenn, dann verkaufe ich höchstens ein T-Shirt. Ist doch mal so ein blankes, ne? Nur schwarz, ne? Geht ja, am besten an. Ja, genau. Meistens wollen sie auch mein T-Shirt haben. Ja. Was soll denn hier? Was soll denn hier?
doch mal raus und red mit denen. Dein Ernst? Ja. Jedes Mal oder was? Jedes ja, Mal? Jedes Mal. Das ist so wie wenn bei Große Freiheit, wenn die alle hochspringen. Bei Fingers zum MW, wenn die alle so zusammenrennen. Aber das ist doch mega langweilig. Eigentlich schon, ne? Hallo Martin. Achso, du musst ihn nicht anfassen, ne? Okay. Das gehört nicht zu deinem Job, dass du ihn irgendwie begrapschen musst oder ja, so. Wollte ich nur noch kurz sagen. Bin ich noch rechtzeitig. Gerade so, Digi. Dann bummst die Tinte mal ordentlich rein. Überhaupt ist. Ey, das war nur Spaß, mein Kaiserslautern ist eigentlich voll die krasse, bekannte Stadt. Ich dachte, es ist irgendwo bei Bonn. Ich bin sowieso voll die Null in Geografie. So. Ja, ich auch. Worin bist du keine Null, Schocki? Ja, langsam werde ich echt zu frech, oder? Ein bisschen. Also, langsam tut's auch weh. Okay, nein, Schocki, du bist der Beste, du weißt, ich liebe dich. Ich auch. Nicht beim Tätowieren. Okay. Was gibt bei euch wieder für eine perverse also ich Scheiße? Ich hab jetzt auch schon irgendwie mittlerweile so ein bisschen herausgefunden. Sie steht eher auf so ältere Leute halt. So. Ab 50 aufwärts. Ne? Und sie ist noch zu haben. Das ist das Schöne an ihr. Ja, cool. Dann. Jo, jetzt will ich noch was Kleines reinhacken. so, ja. Was soll ich denn stechen? Ein Penis. Ja? In Originalgröße. Okay, ja. Okay, dann zieh dir mal Handschuhe an, Martin. Habt ihr Bock mitzukommen? So wie in alten Zeiten. Früher waren wir noch so frei. Unter dem Wildpartystyle. Denk zurück an diese Zeit. Ich vermisse dich. Und um wieder mal vorbei. Und mit dem Traum. Okay, wir haben ja hier das Sippschaft Chemnitz Marketing Team. Leipzig ist auch am Start. Und hier ist ein kapitaler Rechtschreibefehler. Die Scheune weiß nicht, wie es zwischen die anderen geschrieben wird. Und wir berichtigen das jetzt mal. Aber da ist jetzt noch immer Hüpfen eigentlich. Ah Mann, was? Dankeschön. Bitteschön. Immer die Amateure hier. Geil. Die Einzeit, zwei, die Einzeit, zwei, so ist es zurück wie die Einzeit, zwei, die Einzeit. Ich steh zurück. Ey Matze, ja. Heute ist die Bühne so groß, dass sogar mal die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich dich nicht nerve auf der Bühne. Glaube ich nicht. Du müsstest du gar nicht erst auf der Bühne sein. Ist heute hier Nico, der Geburtstag hat? Wo ist Nico, der Geburtstag hat? Nico! Ich habe eine ganz furchtbare Geschichte gehört, ja? Nicos Mutter ist heute hier.
Nico hat heute Geburtstag, zwar seit 18. Und Nico hatte überhaupt keinen Bock, mit seiner Mama heute herzukommen. Was ich sehr gut verstehen kann. Nico, bist du da? Nico, komm mal her. Nico, ich hab dir ganz furchtbare Geschichte. Du hast heute Abend deinen 18. Geburtstag, ne? Du bist mit deiner Mama da. Und du hast überhaupt keinen Bock drauf, ne? Und das Argument, was ich gehört hatte, du hast Angst, dass dir jemand von diesen Asozialen, die heute hier sind, und ich kann dir sagen, es sind sehr viele Asoziale, etwas linksversifft und asozial. Und du hast Angst, dass einer von diesen linksversifften Asozialen hier dir eine Pille ins Getränk macht. Stimmt das? Ja, das ist schön recht. Also, ganz kurz. Nico, vor sowas musst du hier keine Angst haben. Vor einer Hepatitis-Infektion musst du hier Angst haben. Aber sonst vor nichts. Und ich würde sagen, Nico, wir zeigen dir einfach, dass auch ein Geburtstag mit uns Pack ganz schön sein kann. Und ich würde sagen, wir singen mal so laut es geht für den Geburtstag, okay? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen crowdsurfen lassen, oder? Nico, einmal hier Pack-Konzert. Und wenn du das ohne Hepatitis überstehst, Nico, dann wirst du auch älter als 18. Einmal mehr für Nico! Ich bin Jakob, dann müssen wir hier so ein veganes Kacke, hier so eine vegane Kacke. Ekelhaft. Ich bin nämlich nicht der einzige Veganer hier, wollte ich nur mal sagen. Wer denn noch? Wer ist denn noch so eine Öko-Fotze, sag ich mal? Du bist auch so eine Öko-Fotze, Martin. Das und nicht nur, weil du Veganer bist, ne? Aber wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Du weißt genau, was dann würde ich mir doch gleich mal als Gegenbeweis eine Beefy in die Fresse ficken. Fick dich hier rein, komm. Das will ich sehen, wie du dir eine Beefy reinkriegst. Oh, Und, Arnis? Bockt es sich, die vegane Scheiße hier in die Fresse zu bumsen? Schmeckt überhaupt nicht. Bin ins Hotel, will nach Hause. Und du fickst hier nur ein Bier in die Fresse, oder was? Ja, und dann auch noch Radeberger. Kommt da drüber nicht hinweg, dass ihr Radeberger trinkt, echt? Nein. Oh, nerv mal also nicht, bitte. Was hat er gesagt? Darf ich in deine Reihenfolge? Wie findest du Pegida? Sehr gut. Ich hab sie sogar gewählt. Ist gar keine Partei, du Amateur. Bist du eigentlich ein Deutscher? Der Schlagzeuger Tobi hat sich mal wieder das Gesicht angemalt. Das hat ich bin so dankbar, dass so viele Menschen zu unserem Konzert kommen. Ich will Deutschland aufkaufen, heute Nacht noch. Dresden, Scheune, Blutpogo. Weiter so. 1, 2, 3, Posto! 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 Wir sind Verlierer, Baby! Wie willst du das schaffen? Wie willst du es schaffen? Hä? Wie willst du es schaffen? Du stehst schon wieder im Weg. Ach Jakob, sei doch nicht so. Gib dir mal Mühe bei den Vlogs, Mann. Halt das Maul, Mann. Die Bullen sollen uns hören, doch! Wir gehen gegen! Das ist Bucke gegen alles, was ich für die falsche Masse. Im Radio hört sich ganz klar die Scheiße, die ich hasse. Wir wollen keine Führer, darum wir in keiner Platte. Hat er Liebe für die Liebe, ich für die weiße Masse. Du kleiner Racker. Germanische Angst.